Ab und zu fahre ich mit meiner Familie nach Italien in die Ferien. Als Autofahrer im südlichen Nachbarland unterwegs zu sein, stellt für mich eine Herausforderung dar. Mein Fahrstil ist zu wenig offensiv. Vor allem, wenn viel Verkehr ist. Während ich noch am Einschätzen vor einer Situation bin, hat er nebenan längstens entschieden, dass er vor mir einspurt. Um bei Verkehr in der Stadt einigermaßen vorwärts zu kommen, muss ich mir eine gewisse Angriffslust aneignen. Das fällt nicht leicht. Man muss wie eine innere Grenze überwinden. Sich daran gewöhnen, dass andere ungeschriebene Gesetze herrschen als daheim. Das ist nicht nur auf italienischen Strassen so. Im Alltag begegnen mir viele Situationen, in denen wir Gewohnheiten von anderen Leuten herausfordern. Wenn meine Frau im Haushalt Sachen an Orten versucht, wo ich sie sicher nicht suchen kann. Oder wenn in der Kirche Meinungen herrschen darüber, wie Gottesdienst gefeiert wird, wo sicher nicht meine sind. Und so weiter. Dann stelle ich fest, dass ich mit meinen Vorstellungen anderen Menschen und mir selber unnötige Grenzen setzen. Ich merke, dass die eigenen Gewohnheiten nicht der Maßstab für alle sind. Grenzen haben etwas Widersprüchliches. Einerseits bieten sie Schutz und gleichzeitig trennen sie uns von den Mitmenschen. Es gibt in der Bibel eine wunderbare Geschichte zu diesem Thema. Sie handelt von einem syrischen Soldat namens Naaman, einem Feldherr. Er hat eine schwere Krankheit. Da gehört er von einem Prophet in Israel, der Menschen heilen konnte. Der Naaman macht sich auf den Weg zu ihm. Als er das Haus des Propheten erreicht, kommt dieser nicht einmal raus, um ihn zu begrüßen. Stattdessen schickt er seinen Diener, der dem Naaman sagt, er soll 7-mal im Wasser vom Fluss Jordan untertauchen, dann werde er gesungen. Der Feldherr ist erbost. Ich habe die lange Reise doch nicht gemacht, damit der Prophet, der Kerl, so etwas Unsinniges von mir verlangt. Tut er dann die Heilung nicht durch eine rituelle Handlung vollziehen? Im Jordan untertauchen? So ein Schwachsinn. Seine Diener reden dem Naaman zu. Komm, versuch's doch. Wenn er etwas Schweres von dir verlangt hat, dann würdest du es so machen. Schließlich überwindet der Naaman die innere Grenze, die ihm seine Feldherrenlogik setzt. Er geht baden. Und er wird geheilt. Also, ich liebe die Geschichte. Und ich versuche, mich an sie zu erinnern, wenn mir etwas gegen den Strich geht. Wenn Sachen gegen meine Gewohnheiten laufen. Schließlich muss es nicht immer nach meinem Gring gehen.